Willkommen bei der Montageanleitung der Redbox, die Strom- und Druckluftversorgung von Marshall Electric. Bereiten Sie die Redbox für die Montage vor. Wählen Sie zuerst eine senkrechte Stelle an der Fahrzeugwand aus. Die Redbox muss auf einer geraden Fläche installiert werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff auf die Einspeisungskabel und den Druckluftschlauch haben. Achten Sie auf die notwendige Tiefe. Sie benötigen die gezeigten Werkzeuge für die Installation der Redbox. Beginnen Sie damit, die Kabel der Redbox auf die gewünschte Länge zu schneiden. Lösen Sie die Einbauzarge durch Entfernen der vier Sechskantschrauben von der Redbox. Die Einbauzarge dient zunächst als Schablone. Schützen Sie die ausgewählte Stelle mit Klebeband. Benutzen Sie die Einbauzarge, um Ihre Schnitt- und Bohrstellen zu markieren. Bohren Sie die Vierecken des Ausschnitts mit einem Bohrer mit ausreichendem Durchmesser, um das Sägeblatt der Stichsäge einzuführen. Dann bohren Sie die sechs Befestigungsbohrungen mit einem 3,3 mm Bohrer. Benutzen Sie die Bohrlöcher in den Ecken, um das Blatt der Stichsäge an der Außenseite der Markierung entlang zu sägen. Damit vereinfachen Sie die Installation des Gehäuses. Führen Sie die Einbauzarge mit der Gummidichtung in die ausgeschnittene Aussparung und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Blindnieten. Die Verdrahtung hängt von Ihrem Fahrzeug und dem gewählten Redbox-Typ ab. Die detaillierten Schaltpläne finden Sie in unserer Bedienungsanleitung. Führen Sie die verdrahtete Redbox mit der Dichtung in die Zarge. Um diese zu befestigen, verschrauben Sie die vier Innensechskantschrauben, welche Sie zuvor entfernt haben. Ihre Redbox ist nun einsatzbereit. Stecken Sie die Kupplungsdose in die Redbox. Die grüne LED-Leuchte zeigt an, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß geladen wird. Sobald Sie das Fahrzeug starten, wird die Kupplungsdose automatisch ausgeworfen. Sie können schnell und sicher losfahren. Vielen Dank, dass Sie sich für die Redbox entschieden haben. Weitere Infos finden Sie auf marechal.com.